Hi Leute, voll cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht's weiter mit Lego Star Wars und da habe ich wieder ein kleines Battle Pack für euch. Und zwar das Set mit der Nummer 75131 Resistance Trooper Battle Pack. Die Altersempfehlung von Lego 6 bis 12 Jahre und für 16,99 € bekommt man genau 112 Teile. Hier hätten wir dann noch kurz die Rückseite. Kennt man ja schon, die ganzen Funktionen sind hier abgebildet. Das schauen wir uns aber nachher natürlich an, wenn das Set dann aufgebaut ist. Hier oben sind nochmal die sämtlichen Waffen, die enthalten sind. Und wie ihr ja schon gesehen habt, es sind insgesamt 4 Minifiguren enthalten. 3 Trooper und ein Offizier von den Rebellen. Okay, dann würde ich sagen, werfen wir mal einen kurzen Blick in die Verpackung. Ja, wahrscheinlich 2 Tüten werden es sein, aber werfen wir trotzdem mal einen Blick rein. Gucken wir mal kurz in die Anleitung und dann bauen wir das mal kurz auf. Also bis gleich. Okay, dann schauen wir mal rein, was uns erwartet. Ich habe schon mal wieder ein bisschen gelockert. Perfekt. Ja, genau. Wie schon gesagt, 112 Teile. Kompakte Anleitung, da schauen wir gleich nochmal rein. Dann haben wir hier 2 Tüten. Einmal die ganzen Kleinteile. Da kennt man schon ein paar Köpfe. Die Frisur vom Helm, des Visier. Gucken uns aber dann nachher nochmal alles natürlich an, wenn es dann aufgebaut ist. Und hier noch die zweite Tüte mit den ganzen Oberkörpern, die Helme und ein paar Großteile. Und hier noch, das wird wahrscheinlich das größte Teil sein. Wird wahrscheinlich dann vom Speeder der Unterbau sein. Okay, und hier die Anleitung. Mit insgesamt, ja, so 32, 33 Seiten. Also das müsste eigentlich recht schnell gehen und wenn man alles richtig zusammengesteckt hat, sollte das nachher ungefähr so aussehen. Okay, dann baue ich das mal eben kurz zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder. Also bis gleich. So, okay, fertig. Also der Aufbau, wie gesagt, der hat nicht lang gedauert. 112 Teile, die waren so ungefähr in 10-15 Minuten zusammengesteckt. Und hier seht ihr das Ergebnis. Also, das kann sich schon sehen lassen, vor allem die Minifiguren. Und die schauen wir uns mal als erstes an. Dann schauen wir uns als erstes mal die 3 Trooper an. Wie ihr sehen könnt, bewaffnet mit Blastern und alle 3 haben den Helm auf. Falls ihr gestern das Video gesehen habt von dem Truppentransporter, da waren ja auch schon 2 Minifiguren drin und die hatten dann auch diese Helme auf. Gucken wir uns gleich noch mal ein bisschen genauer an. Ich habe denen mal kurz die Helme und die Blaster abgenommen. Jetzt können wir sie uns mal ein bisschen genauer angucken. Und man erkennt schon, die haben 3 verschiedene Gesichtsbedruckungen. Vor allem er hier, er sieht halt cool aus mit seinem Schnauzer. Und was man noch erkennt, die beiden äußeren Figuren hier haben dieselbe Torso-Bedruckung, aber er hier in der Mitte, der ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen dunkelbraunere Gürtel hier mit den Taschen. Und einen dunkelbrauneren Gürtel. Die anderen sind eher so hellbraun. Man erkennt auch, die haben alle 3 die gleiche Hose an, die aber nicht bedruckt ist. Und der mittlere trägt keine Handschuhe. Die anderen beiden haben noch graue Handschuhe. Man sieht auch, wenn ich es hier so ein bisschen drehe, von den Seiten sind sie nicht bedruckt. Und von hinten erkennt man dann auch wieder verschiedene Rückenbedruckungen. Da führt sich eigentlich die Farbe dann fort von der Torso-Bedruckung, also eher hier ein bisschen dunkler, die beiden dann ein bisschen heller. Auch der Pullover oder die Jacke ist bei dem mittleren ein bisschen dunkler als bei den beiden äußeren. Also mir gefallen die Figuren richtig gut, die passen perfekt zu meinem Truppentransporter. Dann hätte ich hier mal einen der Helme, also alle 3 Helme sind gleich, mit den beiden Streifen hier oben und an der Seite so ein paar Details. Den kann man dann so hochklappen und dann erkennt man, die haben ein gelbes Visier. Also richtig cool. Von hinten sind hier auch wieder diese Luftschlitze oder was sind hier die Details auf beiden Seiten, rechts und links. Also ein richtig cooler Helm, passt perfekt. Dann hätten wir hier noch einen der 3 Blaster.
Man erkennt schon, da ist hinten noch so ein Teil drauf gesteckt. Das kann man so abmachen. So sehen sie ja normal aus. Die ganz normalen Blaster. Und hier hat man dann einfach noch hinten sowas drauf gesteckt. Sieht richtig cool aus. Und mit so hellblauer Munition. Falls einer noch nicht weiß, wie die funktionieren, hier oben drauf drücken und dann Feuer. Ich hoffe, es habt ihr gesehen. Ich habe hier noch ein paar rumliegen. Ich mach's nochmal. Hier oben drauf drücken. Und Feuer. Genau, voll cool. Hier haben wir dann noch den Offizier. Können wir uns auch mal kurz im 360-Grad-Schwenk anschauen. Der hat wiederum bloß den normalen, den Standard-Blaster. Also ohne den Aufsatz hinten drauf. Der ist aber die einzigste Minifigur mit einer Kopf, also mit Haaren. Die anderen haben ja die Helme. Gut, darunter brauchen sie keine Haare, das passt. Und den können wir uns jetzt auch mal ein bisschen genauer angucken. Okay, ich habe ihm jetzt mal den Blaster abgenommen. Man erkennt schon im Gesicht, der hat hier auch so ein Headset am Ohr und beim Mund. Ansonsten, ja, recht schlichtes Gesicht eigentlich. Hier vorne, die Torso-Bedruckung ist ziemlich cool mit dem Abzeichen hier oben drauf. Der Gürtel geht hier, verschwindet so ein bisschen unter der Jacke hier in der Mitte, ist auch recht cool. Er trägt dann noch eine braune Hose. Die Trooper haben ja die grauen Hosen angehabt. An den Seiten, wie man sieht, ist er nicht bedruckt und er trägt auch keine Handschuhe. Und von hinten sieht man dann auch noch den braunen Gürtel, der einmal über den Rücken dann verläuft. Also auch eine recht coole Minifigur. Mit dem Set war dann auch noch dieser Speeder hier. Aber eigentlich kauft man sich ja die Battle Packs wegen den Minifiguren. Aber der Speeder macht auch einiges her. Wenn wir gleich mal hier hinten sehen, die beiden Antriebe, hier in der Mitte noch so ein Kühler oder so, Lüftung oder so. In der Mitte fällt natürlich gleich das große Geschütz auf und hier an den Seiten sieht man dann auch das komplette Triebwerk. Sieht schon recht cool aus. Und von vorne, das hier könnten vielleicht auch noch Geschosse sein, das weiß ich leider nicht genau. Und der hat natürlich auch wieder eine windschnittige Form. Hier können wir uns das Geschütz oben mal ein bisschen genauer angucken. Also sieht eigentlich auch richtig cool aus mit dem langen Schaft hier. Hier hinten auch zum Halten, zum Festhalten der Abzug. Oben sieht man, da ist auch ein Geschoss drauf. Das können wir auch mal kurz abfeuern. Funktioniert wie die Blaster. Oben drauf drücken und dann geht's los. Ja, ich finde, das sieht richtig cool aus. Das hier ist mal der Anblick von unten. Da erkennt man hier so 5 durchsichtige Lego-Platten. Das ist eben dafür da, dass man den Tisch nicht zerkratzt und dass es gut über die Tischplatte fährt. Und auch vielleicht, dass es so ein bisschen aussieht, dass er schweben würde. Wollte ich euch mal zeigen. Der Speeder bietet auch noch Platz für 2 Minifiguren, wie ihr hier sehen könnt. Also einer hinten am Geschütz und einer vorne am Steuer. Okay, das war also mal mein Video zu dem Lego Star Wars Set mit der Nummer 75131. Resistance Trooper Battle Pack. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Also Leute, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.